Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Hallo an Sehr, sehr, alle. sehr, sehr schön, genau. Wir hatten ganz kurz noch im Vorfeld gesprochen. Was ich dir noch nicht gesagt habe, erstmal großes Kompliment für deinen Nachnamen. Der passt wunderbar zu unseren Titeln. Ich glaube, wir hatten noch keinen Speaker, der so einen Nachnamen hatte. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Ich müsste die Liste nochmal durchgehen. Wie gesagt, seit so vielen Jahren machen wir das schon. Und ja, freue mich erstmal sehr, dass du dabei bist. Dachte vorhin, Mensch, der Manuel sitzt bei uns irgendwie in der Küche im Büro. Ihr seht so ein bisschen hier vom Hintergrundbild, das ist so die gleiche Farbe. Aber nein, Manuel, wo sitzt du? Ich sitze in der Impro-Theaterschule in Karlsruhe in der Friedenstraße, in der Südweststadt. Und wir haben auch eine sehr schön Petrol gestrichene Wand, ja, wie ihr. Sehr, sehr cool. Dann wissen wir schon mal, dass da zwei Eimer Farbe hergestellt wurden. Ja. Perfekt, das ist schön. Nee, freut mich, dass du dabei bist. Und der Kontakt kam ja über meine Kollegin wie die Sarah zustande. Genau, da freue ich mich auch sehr, dass es geklappt hat. Und würde auch, ja, dir schon gleich mal das Wort erteilen. Freue mich auf deinen kleinen Vortrag. Ich schalte mich gerne kurz mal, oder ich schalte mich einfach mal kurz auf Stumm die Kamera aus. Und wenn du mich brauchst, ich höre dich, dann Ich rufe dich, falls ich dich rufst brauche. du mich und dann bin ich sofort wieder dabei. Genau. Cool. Ich probiere einfach mal meine Präsentation zu teilen. So. Kann sich nur um Stunden handeln, aber Ach so. ich bin dran. Wie vielen Leuten geht das aktuell gerade so im Homeoffice? So, jetzt Jetzt müsste sieht's gut aus. Freigabe erteilt sein. Es sieht gut aus. Danke dir. So. Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen an alle, die zuschauen, gerade zuhören von mir. Ich habe keinerlei Ahnung, ob ich gerade einfach nur mit Timo rede oder mit 40.000 Menschen, aber am Ende ist es egal, solange ich einen erreiche, solange einer unterhalten ist oder eine, bin ich zufrieden. Ja, vielen Dank nochmal an die Einladung, an die Netzstrategen, dass ich hier sein darf. Mein Thema oder der Titel dieser Präsentation ist Yes and Impro-Theater als Inspiration der Zusammenarbeit. Und wenn ich eins gelernt habe in 32 Jahren Leben, ist es, dass man so eine Präsentation immer mit einem richtig guten Zitat anfangen muss. Ich habe vorhin 16 Uhr mit der Präsentation begonnen und habe ein Zitat gefunden, das passte sehr gut. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler von William Shakespeare. Und William Shakespeare ist ja heute noch in aller Munde, ist heute noch ziemlich angesagt. Und das Zitat hat meiner Meinung nach komplett den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir alle, jeden Tag, ob im Privatleben, ob im Berufsleben, sind Schauspieler und Schauspielerinnen. Wir kostümieren uns, wir inszenieren uns. Wir bereiten eine Choreografie vor und wir lernen so gut es geht Texte auswendig. Wir Menschen lieben es, durch alle möglichen Apps und Tools alles zu planen, zu strukturieren, festzuhalten, zu messen und zu bewerten. Ob das im Privatleben ist, wie viele Schritte bin ich heute gelaufen, wie viele Kalorien habe ich zu mir genommen, oder ob das auch im Berufsleben ist. Haben wir unsere Umsatzziele erreicht dieses Jahr? Passen die KPIs? Wir lieben es, uns vorzubereiten. Und versteht mich nicht falsch, das ist auch gut und das ist auch wichtig. Aber aus persönlicher Erfahrung im Berufsleben, auf der Bühne und im Privatleben, egal wie gut man sich vorbereitet, erstens kommt es meistens anders und zweitens, als man denkt. Und das sind die Momente, in denen man im Moment ist auch, in dem man flexibel sein muss, improvisieren muss, spontan sein muss und einfach schauen muss, wie gehe ich mit so einer Situation um. Hallo an alle, mein Name ist Manuel Speck und ich spiele und unterrichte seit 11 Jahren Impro-Theater. Genau, und solche Momente, ob auf der Arbeit, ob auf der Bühne, ob im Privatleben, Momente, in denen was schief geht, Momente, in denen irgendein Mensch nicht so reagiert, wie ich es mir vorher unter der Dusche ausgemalt habe. Momente, in denen ich den Zug verpasse und deswegen zu spät zu einem Meeting komme. Momente, in denen mir alle Planung nichts nützt. Solche Momente lösen was in einem aus. Und man kann darauf auf zwei Arten reagieren, habe ich festgestellt. Die erste Art ist, ich gehe in eine Verweigerungshaltung. Ich werde böse, ich werde
negativ emotional berührt. Ich werde wütend, ich verschließe mich, ich werde zornig, ich kann damit nicht umgehen. Das passt mir nicht in meine Planung und ja, ich reagiere mit Irritation. Das ist die eine Möglichkeit, mit sowas umzugehen. Die zweite Möglichkeit, ich nehme das als Geschenk wahr, diesen Moment. Ich überdenke, ob mein Plan vielleicht gar nicht so gut war. Ich schaue, ob ich mit anderen Blickwinkeln auf die Situation schauen kann. Finde ich vielleicht eine Lösung, an die ich im Voraus nie gedacht habe. Statt Irritation nehme ich diese Situation als Inspiration wahr. Dann möchte ich nochmal zurückgreifen auf das Zitat von Shakespeare. Die Welt ist nämlich aus meiner Sicht kein Theaterstück. Wir haben keine feste Choreografie, wir haben keine Texte, wir haben keine Kostüme. Die Welt ist vielmehr Impro-Theater. Wir müssen ständig improvisieren, wir müssen uns ständig an Gegebenheiten anpassen, wir müssen ständig schauen, wie gehe ich mit den Dingen um, die mir das Leben zuwirft. Wenn ich jetzt euch alle sehen könnte, würde ich einfach mal fragen, wer weiß von euch, was Impro-Theater ist? So fange ich jeden Auftritt an, den ich habe. Und meistens wissen es so die Hälfte der Leute, die können sich das vorstellen, die waren schon mal bei einer Show von mir oder haben das im Fernsehen oder irgendwo mal gehört, gesehen. Und die Hälfte der Leute weiß nicht, was Impro-Theater ist. Impro-Theater bedeutet, ich gehe auf die Bühne, ich habe keinerlei Text auswendig gelernt, ich habe kein Kostüm an, niemand auf der Bühne hat irgendeinen Text auswendig gelernt und wir spielen los. Wir spielen eine Inszenierung, ein Stück oder mehrere kurze Stücke, die an diesem Abend entstehen vor dem Publikum. Also das Publikum ist beim Entstehungsprozess dabei und die auch danach nie wieder gespielt werden. Meistens holen wir uns auch Inspiration vom Publikum. Dann sagen wir, welches Filmgenre würdet ihr heute gerne auf der Bühne sehen? Dann sagt jemand Western. Dann sage ich, was für Figuren gibt es denn in einem Western? Und irgendjemand ruft, der Totengräber, die Saloon-Dame, der Sheriff, der Indianer, was auch immer. Zusammen mit dem Publikum entsteht etwas, das nur an diesem Abend geschehen wird und dann für immer weg ist. Das ist wirklich magisch, das ist ein magisches Miteinander. Ich habe euch auch ein Bild mal mitgebracht von einer Show, die wir mal hatten vor ein paar Jahren. Auf diesem Bild seht ihr Leute von 3 verschiedenen Kontinenten, die sich an diesem Abend erst kennengelernt haben und eine wilde Show zusammengespielt haben. Also es ist wirklich eine Kunstform, die verbindet und ja, Publikum mit dem Spieler und Spielerin verbindet, aber auch untereinander auf der Bühne. Meistens, wenn ich dann von der Bühne runtergehe, werde ich gefragt von Zuschauern und Zuschauerinnen, 2 Fragen stellen die meistens. Die erste Frage: Ist das wirklich alles improvisiert, was ihr da auf der Bühne macht? Habt ihr nun keinerlei, Vorgaben, Vorlagen, die ihr einfach nur füllt? Ja, es ist alles improvisiert. Wir wissen nicht, was geschehen wird. Wir haben nichts uns vorab überlegt. Und das Zweite, was wir sehr oft gefragt werden, wie lernt man das? Was probt man da? Und kann ich das auch lernen? Ja, aus meiner Sicht kann jeder, der 2 gerade Sätze sprechen kann, egal auf welcher Sprache, und gerade stehen kann, wobei wahrscheinlich nicht mal das wichtig ist, man kann es wahrscheinlich auch vom Sitzen komplett machen, Impro-Theater lernen. Alle Fähigkeiten, die im Impro-Theater geschult werden, sind aus meiner Sicht auch wichtig für das Miteinander abseits der Bühne, ob im Berufsleben oder auch im Privatleben. Was sind da die wichtigsten Fähigkeiten, die ich probiere, meinen Schülern und Schülerinnen zu vermitteln? Das Erste, was ich probiere zu wecken bei jedem, ist ein Spieltrieb. Spielen, spielen, spielen. Hier seht ihr ein Kind, das mit Bauklötzchen baut. Man sieht auch noch die Watermarks. Ich habe dieses Bild leider nicht gekauft. Vielleicht schneiden wir das im Nachhinein noch raus. Was bedeutet Spielen eigentlich? Spielen bedeutet, dass man komplett im Moment ist. Man guckt nicht, werde ich bewertet, mache ich das richtig, was sind die Folgen aus meinem Handeln, sondern was mache ich mit diesen Steinen? Baue ich den höchsten Turm, den ich bauen kann, oder baue ich eine Festung, mache ich einen Wasserkram drumherum und schmeiße ich dann alles wieder weg? Ich bin einfach nur im Moment und ich habe Spaß.
Kinder können das hervorragend. Ich habe einen Neffen, der ist 4, der spielt mich an die Wand. Der hat eine Fantasie, da kann ich, obwohl ich das beruflich mache, nicht mithalten. Der hat Ideen, der verbindet die, der ist im Moment. Der überlegt nicht, ob das peinlich ist, was er sagt, ob ich ihn bewerte, ob das überhaupt Sinn ergibt. Der spielt einfach. Und das verlernen wir Menschen leider im Schulalter ungefähr, wenn wir uns an Regeln, an Bewertungen, an Noten, an Abgabetermine etc. gewöhnen. Das Gegenteil, so negatives klingt von Spielen, ist für mich Arbeiten. Und Arbeiten sollte aber eigentlich auch Freude bringen, miteinander bringen, im Moment sein und nicht ein Gefühl schaffen von Druck. Ich muss hier liefern und ich muss jemandem zuarbeiten, obwohl ich daran gar keine Freude habe. Das Zweite, was auch super wichtig ist, wo auch jeder wahrscheinlich von euch denkt, kann ich schon, können leider viele nicht, ist zuhören. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Schaubild, diese Regel, wir haben einen Mund, wir haben zwei Ohren, das heißt, wir reden einmal, wir hören aber zweimal zu. Aus meiner Erfahrung, und da mache ich ganz viele Übungen in meinen Kursen, hören Menschen sehr, sehr, sehr schlecht zu. Meistens wissen wir ungefähr nach der Hälfte des Satzes vom Gegenüber schon, was der Inhalt sein wird. Wir überlegen uns schon in unserem Kopf die Antwort. Wir haben schon eine feste Meinung, wir haben eine feste Emotion zu dem, was die andere Person sagt und reagieren dementsprechend darauf. Das Schlimme ist, dass aber im zweiten Satz, in der zweiten Satzhälfte auch Informationen sind, die wir in den meisten Fällen überhören und gar nicht verarbeiten. Das ist im Alltag meistens gar nicht so schlimm, weil wir verknüpfen Sachen gut, wir haben viele Hintergrundinformationen. Wenn ich weiß, ich rede mit meiner Freundin oder mit meiner Mutter, kenne ich viele Hintergründe. Ich weiß wahrscheinlich das Thema, um das es gerade geht und kann Verknüpfungen erstellen. Das heißt, auch wenn ich gar nicht alle Informationen habe, kann ich wahrscheinlich darauf reagieren. Beim Infotheater hingegen, wo alles im Moment entsteht, habe ich diese Informationen nicht. Daran erkennt man auch gute oder schlechte improvisierte Szenen. Es passiert nämlich ganz, ganz häufig, dass zwei Leute miteinander eine Szene spielen, eine Frau und ein Mann. Die Frau sagt zum Mann, Schatz, ich habe den Frühstückstisch gedeckt, setz dich doch zu mir, heute ist unser Jahrestag. Und der Mann in dieser Szene hat sich vorab überlegt, das ist gar nicht meine Frau, das ist meine Mutter. Ich habe gar nicht zugehört, was diese Frau gerade zu mir gesagt hat und sagt dann, Mama, ich möchte heute nicht essen. Ich habe keine Lust auf Frühstück, ich gehe nicht in die Schule. Das heißt, es wurde nicht gut zugehört. Ich war in meinem Kopf, ich war nicht im Außen und im Miteinander, sondern ich war nur bei mir. Das ist ein großes Problem. Wenn wir nicht zuhören, können wir nicht auf die andere Person eingehen. Wenn ich aber auf die andere Person eingehe, wenn ich zuhöre, kann ich darauf reagieren. Ich kann Ideen verstehen, verarbeiten und auch wertschätzen. Das ist sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben essentiell. Und es bringt auch einen super krassen Mehrwert in Beziehungen jeglicher Art, wenn man gut zuhört. Menschen merken das tatsächlich auch. Was ist noch wichtig? Auch sehr trivial, was auch viele Menschen gar nicht verstehen, wenn ich ihnen das erkläre. Ach ja, hier habe ich noch ein Zitat reingebracht. Das, ich usiere gerade den ganzen Vortrag. Seht mir das nach. Listening is the willingness to change. Das ist eine Improphrase, die ich schon in ganz vielen Workshops auf der ganzen Welt gehört habe. Nur wenn ich zuhöre, kann ich auch von meinen festen Meinungen, Emotionen und Ideen abweichen. Wenn ich gar nicht zuhöre, bleibe ich für immer auf dem Standpunkt und dem Wissen, das ich heute habe. Nur durch Input von außen kann ich mich überhaupt verändern. Also ist aber dann nicht der nächste wichtige Meilenstein oder Baustein, den ich meinen Schülerinnen und Schülern beibringe. Yes, say yes. Also ja sagen. Timo, bist du da? Bin da. Timo, wir machen mal ein kurzes Experiment miteinander, um zu zeigen, wie cool es ist, ja zu sagen. Sehr gern. Und zwar improvisieren wir jetzt eine Geschichte zusammen und du sagst aber immer nur ja. Du musst nicht mehr sagen, vertrau mir einfach. Gut, das sollte ich hinkriegen. Perfekt. Sind wir beide Ritter? Ja. Genau. Und haben wir beide Schwerter? Ja. Genau. Und gehen wir mit diesen Schwertern in den Wald? Yes. Und in diesem Wald, da wohnt doch bestimmt ein Drache? Ja.
Und der Drache hat bestimmt die Prinzessin des Landes entführt. Ja. Aber wir haben keine Angst, oder? Ja. Ja, genau. Ja, wir haben keine Angst. Denn wir töten den Drachen mit unserem Schwert. Ja, tun wir. Und dann nehmen wir die schöne Prinzessin mit zurück. Ja, machen wir auch. Und dann heiraten wir sie, also jeder eine eigene. Und werden glücklich und reich und bis ans Ende unserer Tage. Ja, sehr cool. Machen genau, wir. Ja. Ihr seht, Timo hat immer Ja gesagt, die Geschichte ging immer weiter voran. Egal, was für eine Idee ich hatte, er ist darauf eingegangen. Timo, bist du noch da? Ja. Wir machen jetzt mal das Gegenexperiment. Du sagst einfach nur Nein. Okay. Egal, was kommt. Timo, erzähl mir eine Geschichte. Nein. Perfekt. Das war schon das ganze Experiment. Timo hat schon die erste Idee, die ich an den Tisch gebracht habe, abgelehnt. Du kannst dein Mikro wieder stumm schalten. Vielen, vielen Dank, Timo. Das mache ich. Danke dir. Für die Präsentation, für das Vorführen. Jetzt hat er auch Impro-Theater mit mir gespielt. Wenn man Nein sagt, selbst ein Nein kann dafür sorgen, dass eine ganze Ideenkette niemals in Gang kommen wird. Ein Nein kann sehr, sehr viel bei Menschen auslösen. Und wir alle waren schon in Team-Meetings, in denen jemand überhört wurde, in dem eine Idee abgeschmettert wurde mit, dafür ist gerade kein Budget vorhanden, dafür ist gerade keine Zeit vorhanden. Das ist historisch gewachsen, wir können das leider nicht so tun. Ja, Nein ist da leider ein sehr mächtiges, schlechtes Wort. Jetzt seht ihr auf diesem Bild den Chef, der gibt euch einen Daumen hoch, der sagt Ja, so ein bisschen wie bei Timo und mir gerade, ich war der Chef. Timo durfte eigentlich nur Ja sagen zu allem. Ich habe die Geschichte eigentlich alleine erfunden. Timo hat zwar zugestimmt bei allem, aber eigentlich war es zu 99% meine Geschichte. Deswegen, viel wichtiger als Ja zu sagen, ist Yes and zu sagen. Das ist das Mantra, egal wo man Impro-Theater auf der Welt lernt. Ich sage Ja, ich akzeptiere die Idee meines Gegenübers und ich sage and und ich füge was hinzu. Das lernt man bei mir schon in der zweiten Stunde Impro-Theater durch verschiedene Übungen. Ich bringe irgendeine Idee an den Tisch, zum Beispiel heute regnet es und die zweite Person sagt, ja, es regnet und deswegen kaufen wir uns Regenschirme. Dann sagt die erste Person, ja, wir kaufen uns heute Regenschirme. Danach gehen wir noch zusammen einen Waldspaziergang machen. Dann sagt die zweite Person wieder, ja, wir machen dann zusammen einen Waldspaziergang und hüpfen mit unseren Regenschirmen in Pfützen herum. So entstehen Geschichten miteinander und jeder hat 50% der Inhalte geliefert. Wenn ich Ja sage, akzeptiere ich zwar, was die andere Person an den Tisch bringt, aber ich bringe mich selbst nicht ein. Wenn ich Ja sage, akzeptiere ich, was die andere Person an den Tisch bringt. Wenn ich dann und sage, füge ich noch was hinzu. Da möchte ich gleich eine Abgrenzung machen, die viele bestimmt auch schon von euch gelernt haben. Es gibt nämlich auch das böse Ja, aber. Ja, ich habe gehört, was du sagst, aber das geht nicht. Kann ich gleich Nein sagen. Ja, die Idee ist toll mit dem Drachen und dem Schwertern und den Rittern, aber gerade habe ich mehr Lust auf Raumschiffe und Weltraum. Kein gutes Gefühl für die erste Person, die was mit Rittern machen wollte. Also ja, aber genauso schlimm wie ein Nein. Die letzte und vielleicht wichtigste Lektion, die ich probiere, meinen Schülern und Schülerinnen beizubringen, ist Scheiter, heiter. Als ich das zum ersten Mal gelernt habe, fand ich es ein bisschen albern. Ha, wieso soll ich mich denn über Scheitern freuen? Wir als Menschen wollen alles immer richtig machen. Wir lieben es, Sachen zu lernen, uns vorzubereiten, richtig zu machen und Lob dafür zu bekommen. Wir hassen es, zu scheitern. Wir hassen es, Fehler zu machen. Wir hassen es, etwas nicht zu können. Aber ganz ehrlich, 99,99999% aller Sachen, die man so können kann, könnt ihr nicht. Wir können eigentlich ganz schön wenig. Und den Mut, neue Sachen zu probieren und damit vielleicht zu scheitern, sich dagegen zu wehren und das gar nicht zu wertschätzen, das finde ich was ziemlich Furchtbares. Deswegen auch bei mir in den Kursen, die allererste Übung, die man machen wird bei mir im Kurs, falls irgendjemand von euch mal vorbeikommen wird, ist eine Übung, die ja, 90% aller Gruppen nicht machen. Die fühlen sich dann schlecht. Ich merke da, wie die Stimmung im Kreis kippt. Keiner kennt irgendjemand. Sie machen eine Übung, sie kennen mich nicht und sie scheitern. Aber sie scheitern alle miteinander.
Bei dieser ersten Übung merken Sie schon, es ist völlig okay, Sachen falsch zu machen. Ich bewerte Sie nicht. Sie bewerten sich gegenseitig nicht. Das Leben ist voller Fehlschläge, voller Misserfolge, voller Scheiterungen, falls das ein Wort ist. Und damit kann man umgehen. Daraus kann man lernen. Man kann Stärke rausziehen. Man kann Erfahrungen daraus ziehen. Warum ist was schiefgelaufen? Warum haben wir dieses Projekt an die Wand gefahren? Warum haben wir die Umsatzziele nicht erreicht? Das ist nicht schlimm, aber wir können daraus lernen. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich kann Fehler, die ich begangen habe, nicht ungeschehen machen, aber ich kann daraus lernen. Ich kann lernen, eine Scheiterkultur in meinem Unternehmen, in meinem Team, in meinem persönlichen Leben zu entwickeln. Genau. Das ist der letzte Punkt dieser Liste. Ich habe keinerlei Zeitgefühl. Ich weiß nicht, ob ich 10 Minuten geredet habe, ob ich 5 Minuten geredet habe oder 20 Minuten. Ja, ich kling mich mal dazu, Manuel, weil das genau. Ist ja Improvisation. Genau, so. Schön, dass du da bist, Timo. Ich sage erstmal vielen lieben Dank für deinen Vortrag. Böse Zungen könnten behaupten, dass das ganze letzte Jahr ein Impro-Theater war. Aber ich glaube, wir generell, was wir heute auch wieder tun, was wir auch merken, wir müssen auch in vielen Dingen improvisieren, vieles neu denken, Workarounds machen, innovativ bleiben. Und ich fand jetzt auch deine Übung, deinen Test ganz, ganz spannend. Ich habe 3 kurze Fragen noch, bevor wir nachher mit der Lena gleich weitermachen. Und zwar, das machst du nicht hauptberuflich, oder? Was bist du denn von Haus aus? Ich mache das ja von der Zeit her schon hauptberuflich. Ah doch, okay. Aber ich bin von Haus aus IT-Projektleiter. Ich leite IT-Projekte und ich lerne beiden Bereichen gegenseitig für den anderen. Also okay. New Work, Management 3.0, da kann man ganz viel draus ziehen für Impro-Theater und umgekehrt. Das wäre doch die nächste Frage von mir gewesen. Also du nutzt wahrscheinlich diese, nennen wir es jetzt mal neudeutsche Skills, auch wahrscheinlich in deinem beruflichen Kontext kommt dir das dann schon zugute. Merkst du das, wenn du es nicht hättest, was du mit Impro-Theater dir so ein bisschen, also schwierig zu beurteilen, aber du würdest... Super schwierig zu beurteilen. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe oder was ich anwende in meinen Projekten mittlerweile, ist ein Format oder eine Methodik, die ich selber entwickelt habe, die Scheiterheiter heißt. Das heißt, nach Projekten, abgeschlossenen Projekten, egal ob die erfolgreich waren oder nicht erfolgreich, haben wir so eine Art Retro, wo wir da wirklich mit Theatermethodiken rangehen, um zu sagen, was hat geklappt an diesem Projekt und was nicht. Und das ist, meine Kollegen sind alle keine Theaterspieler und Spielerinnen oder meine Projektmitarbeiter, aber da kommt viel Leben an den Tisch und wir ziehen da sehr wertvolle Inspirationen raus. Also, okay, cool. Man kann Welten einfach immer verbinden. Ja, ja. Also ich bin jetzt auch, ich habe auch gerade überlegt nebenher, als ich dir jetzt zugehört habe, ich hoffe, wenn das alles nachher wieder irgendwann möglich ist, dass wir auch mal vielleicht bei uns sogar im Büro mal so eine Impro-Theater-Geschichte mal live vor Ort machen können. Ja, voll gern. Wenn wir sie wieder sehen können. Ich habe gesehen auf der Website bei euch, ihr seid ja wahrscheinlich auch gerade betroffen, könnt nichts wirklich tun. Kann man euch irgendwie unterstützen? Ich habe da einen Support-Button gesehen auf der Seite. Ihr bietet auch Workshops an. Vielleicht kannst du da noch 1, 2 Sätze zu sagen. Ja, voll gern. Vielen Dank für die Möglichkeit. Man kann uns auf 2 Arten unterstützen. Die eine Art, Gutscheine kaufen, kauft heute einen Gutschein für einen Kurs oder für Vorstellungen auch, falls ihr aus Karlsruhe oder der Umgebung kommt. Die zweite Möglichkeit, ab Februar wird es wieder Online-Kurse geben zu verschiedenen Themen, kreatives Schreiben, Theater, aber auch wahrscheinlich noch neue Angebote. Das heißt, man kann dann von zu Hause aus, egal wo man lebt auf dieser Welt, wenn man Deutsch kann, an unseren Angeboten teilnehmen. Ja. Okay, ja cool, dann diejenigen, die zuschauen, vielleicht hat der eine oder andere Interesse daran, fände ich natürlich, würde mich auch freuen, wenn ihr da ein bisschen Support bekommt, weil die Kulturbranche leidet ja auch wirklich sehr, sehr hart unter diesen Maßnahmen, genau. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob noch sonst irgendwelche Fragen da waren. Ich hatte auf jeden Fall diese Fragen, also heißt, noch eine Frage hätte ich noch, letzte Frage zum Thema, du sagst Workshops, das heißt, ihr bietet das oder bietest das auch im beruflichen Kontext an? Genau, also ich biete hier in meinen Räumlichkeiten fortlaufende Kurse an. Das sind aber ja, Kurse und ich biete aber auch Workshops, also Unternehmensworkshops an. Da geht es dann um Teambuilding beispielsweise, aber auch um Präsentationsmöglichkeiten. Ja, je nachdem, also die sind meistens auch maßgeschneidert. Das ist natürlich was anderes, ob ich es mit 5 Leuten Workshop mache oder mit 40 Leuten. Ob das einfach nur zum Auflockern des Berufsalltags ist, ob das ein Kennenlernen ist, weil die Gruppe sich noch nicht kennt.
ja, die sind maßgeschneidert, immer diese Workshops. Mhm. Also falls irgendjemand für sein Team sowas gerne hätte, digital oder offline, wenn es irgendwann wieder möglich ist, gerne auf uns zukommen. Okay, cool. Ja, damit würde ich sagen, Manuel, vielen lieben Dank für deinen kurzen Vortrag. Ich